VfB Stuttgart gegen die Spielvereinigung Greuther führt. Das Doppel zwischen Malut und Burak Mai gegen Fifabio und Impact war mit Spannung zu erwarten, denn nach einem soliden 1-0-Erfolg von Fifabio für die Fürther gegenüber Burak Mai in einem chancenarmen Einzel auf der PlayStation und einem klaren Sieg von Malut gegen Impact, der auf der Xbox nichts entgegensetzen konnte, sollte jetzt also eine Entscheidung her und die erste Chance gehörte den in grün spielenden Kleeblättern. Super gespielt, Gral kann parieren, aber Fürth legte von Beginn an richtig gut los. Hier ein kleiner Fehler, dann unglücklich auch von Malut im Kopfballduell. Und plötzlich ist Fürth im Strafraum, super Ballrolle, Abschluss. 1-0 für die Spielvereinigung aus dem Frankenland. Hirgota, der Torschütze, aber der Ball war noch leicht abgefälscht. Auch das unglücklich und bitter aus Sicht der Stuttgarter. Aber wir sehen es ganz klar, Fürth kam hier viel besser rein ins Spiel. Nächste Chance kurz vor der Halbzeitpause. Erneut aber kein Treffer. Im zweiten Durchgang kamen die Stuttgarter besser aus der Kabine. Das allerdings die einzige richtig gute Szene bis hierhin im Spiel überhaupt. Kurze Zeit später noch einmal Stuttgart. Lattenschuss von Gomez. Ansonsten die Schwaben sehr sparsam, was Chancen angingen. Aber genau in dieser Phase schwächte sich Fürth selber. Hier kommen sie zu spät. Rote Karte für Stefaniak und die Stuttgarter stellten um auf Dreierkette und versuchten offensiv zu agieren. Fürth verteidigte aber sehr aufopferungsvoll und kam sogar hier nochmal zu einer Chance. Nach dem Fehler von Burak Mai sagt Impact danke. 2-0 Greuther Fürth. Der Ball eigentlich hier kontrollierbar und dann wird er verstolpert. Und der nächste Treffer für die Franken, die dann sogar auftreten in Unterzahl hier. Richtig gut gespielt und die große Chance bereits in der Schlussphase, den Deckel aber mal sowas von drauf zu knallen. Weiterhin allerdings 2-0. Und Stuttgart versuchte sich natürlich, kam aber gar nicht in gefährliche Situationen rein. Die einzige Szene hier noch einmal, nächste rote Karte für die Fürther. Maximilian Bauer nach dieser Grätsche, als er zu spät kam. Am Ende gewinnt Fürth gegen sichtlich frustrierte Stuttgarter. Die Franken können sich nach diesem guten Auftritt dazu beglückwünschen, 6 Punkte zu holen gegen den VfB Stuttgart, die nur auf der Xbox überzeugen konnten. Also 6 Punkte führt, nur 3 für den VfB.